Hallo meine lieben Mitflüchtlinge, willkommen zu einer neuen Folge Escapist. Wir sind bei Tag 6, eigentlich ist es Tag 3. Wir haben uns fassen lassen, weil wir bisher noch keine Idee hatten, wie wir hier eigentlich rauskommen sollen. Der Feldjäger Crescent und Dye machen mir hier das Leben ziemlich schwer. Der Nightrunner nicht, der ist ja sowieso die ganze Zeit Into Man. Und Mr. Sun und Delania, ja, die haben die. Hier, der Mr. Sun, der hat Sachen am Stecken. Und ich brauche beides hier, denke ich. Weil. Ich nehme das mal. Weil wir wissen definitiv. Ja, ja. Olla, olla, bolla. Ne, jetzt hier keinen Stress machen. Wir wissen definitiv, dass wir wohl durch irgendeinen Zaun müssen. Durch welchen wissen wir noch nicht. Aber das wird passieren. Demnach müssen wir schauen, ob wir hier einen neuen Job haben. Nein, keiner. Ich bin immer noch dieses dumme Gardening. Und was wir auf jeden Fall wissen, egal was passiert, ist, dass wir wissen müssen, wo der verdammte... Wo der hier... Der Stromkasten ist. Ja, ist ja gut. Aua. Aua, mein Gott. Ich habe doch nur... Ein bisschen Zeug geklaut. Ah, dann kann ich auch ein bisschen pumpen. Wir müssen wissen, wo auf jeden Fall der Stromkasten ist. Hier das, ne, ihr wisst schon. Meine Wortfindung ist natürlich super. Halt die Klappe! Wer war das? Ja, ja, kommt mich alle mal. Ich trainiere hier. Man kann einen Mann nicht am Trainieren hindern. Weil, naja gut, außer man ist im Knast, dann geht das natürlich wahrscheinlich schon. Ja, Gardening Work, Homer. Gardening Work kann ich auch gleich noch machen. Warum ich so viel trainiere? Naja, aus denselben Gründen wie eigentlich auch immer. Ich muss Leute verprügeln. Und vor allen Dingen Officers. Und vor allen Dingen Officer Nightruler. Alte Lachsnacken. Ich muss einen roten Schlüssel finden oder irgendwie außenrum kommen. Und ich glaube, der rote Schlüssel ist echt die einfachste Methode hier. Demnach werde ich diesen Weg wählen. Vorerst jedenfalls. Ich habe einen guten Tipp bekommen. Dafür nochmal vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Dass es wohl so sein soll, dass man nachts wohl graben kann, um halt hier irgendwie durchzukommen oder schneiden kann. Dass wohl nachts keine Wachen auf den Türmen stehen. Muss ich testen, werde ich definitiv testen, weil ich meine, eine andere Wahl habe ich nicht. Aber ich kann es mir eigentlich schwer vorstellen, weil wir ja schon bereits öfter mal gesehen haben, dass auch nachts Leute auf den Türmen stehen. Vielleicht ist es so, dass die nicht reagieren. Vielleicht pennen die, vielleicht reagieren die schlechter. Kann ich nicht sagen. Aber ich werde es auf jeden Fall mal testen, weil habe ich eine andere Wahl? Irgendwie nicht. So, ich räume das hier mal weg. Trainiert. Ja, so schlecht bin ich eigentlich gar nicht. Ich wollte aber eigentlich hier die Sachen mal kontrollieren. Das ist jetzt echt das Dumme. Denn wir... Talcum Powder, ja. Jetzt sehen uns nämlich immer die scheiß Guards, wenn wir hier irgendwas klauen wollen. Oh, eine Batterie. Nehmen wir mal mit, weil wenn wir eine... Soshi oder Shoshi. Oh, Marbey, was möchtest du? Ja, vielleicht. Warte mal, ich hatte doch noch ein paar Aufgaben. Ich muss Marbey verprügeln. Okay. Scheiße, hätte ich nicht gerne machen können. Eine Socke, das heißt, ich kann mir gar nichts machen, weil ich keine Intelligenz habe. Ich keine Intelligenz habe. Jetzt werden einige sagen, ja, das sage ich schon seit Folge 1. Aber ich höre da nicht drauf. Ich finde mich sehr klug. Oh, eine Crafting Note. Stinger Strip. Ah, das ist der Spaß hier für die Autos. Genau. Oh, noch eine. Oh, Tube of Bleach. Ein Plastic Worky. Ich glaube, ich nehme das Tooth of Bleach mal mit. Aus dem ganz einfachen Grund, weil ich ja mit Sicherheit später auch noch eine Uniform machen muss. Ist mein Desk ist heller. Jetzt gehe ich aber erstmal duschen. Ich würde gerne wissen, was in dem Prisoner's Stash ist. Und warum der Prisoner Stash beim Job Heini steht.
Neuen Job kann ich nicht haben. Ja, ich bin doch auf dem Weg. Ja, und genau das. Die Gewichte sind frei für mich. Da werde ich noch ein bisschen trainieren, die Zeit. Oh Gott, die liegen nebeneinander. Wer liegt denn da? Marbey und Leander. Ich wusste, dass die beiden was miteinander haben. Das ist hier im Knast nichts Neues. Die Free Time. Was wollte ich machen? Na, ich kann eigentlich nichts anderes machen. Ich muss eigentlich momentan so ein bisschen gucken, dass ich an den roten Schlüssel komme. Und ich brauche definitiv eine Uniform. Und ich brauche hier diesen Sack. Mir fällt der Name immer nicht ein. Meine Güte. Ich müsste mir mal echt hier irgendwo über dem Monitor ein Poster machen, wo drin steht, was ich erst brauche. Oh, noch eine Pfeil. Sehr schön. Captain Mizar. X-Deck. Ah, ich könnte eigentlich mal ein bisschen hier Intelligenzensens lernen, damit ich hier mal ein bisschen was craften kann. Weil wir wissen ja, ohne Craften können wir hier nicht machen. Das war, ich erinnere mich, das war, als ich die Challenges noch gemacht habe, war das eine Sache. So, gehe weiter oder ich komme raus, ohne was zu craften. Also, das ist quasi eigentlich ziemlich unmöglich. Jedenfalls könnte ich mir nicht vorstellen, wie es geht. Naja, unmöglich ist es definitiv nicht, weil man könnte ja theoretisch sagen, okay, ich buddel mich nur mit dem Löffel raus oder ich mit einer Messer, Gabel, Schere, Licht. Aber ist nicht so geil. Demnach muss ich gucken, ob ich diese Challenge immer wieder aufnehme, ob ich generell die Challenges wieder aufnehme. Ihr könnt mir ja mal sagen, ob euch das mit den Challenges gefallen hat. Weil ich bin der Meinung, dass da eigentlich sehr positive Resonanz von euch kam. Und es wäre natürlich für mich als Aufnehmer und für euch als Fans wichtig, dass wir alle Spaß haben. Officer Dai, hey. Hey. Du bist doch diejenige oder derjenige, der uns hier immer Stress macht abends. Gut, können wir jetzt 16 fehlen wir noch. Warum in drei Teufelsnamen ist so schwer, eine scheiß Batterie in der scheiß Socke zu backen? Gib bitte nicht. Da brauche ich doch keine 95 Intelligenz für. Kann auch ein Dreijähriger. Aber das Spiel hat seine eigenen Regeln. Und da muss es nun mal sein, dass... was schon Evening Meal? Ah, ein bisschen früh fürs Evening Meal, oder nicht? Ah, ich habe 0%. Das ist total Wurst, ob ich zum Evening Meal dabei bin oder nicht. Ich könnte echt mal... Hier müsste ich durchbrechen irgendwie. Ich wüsste allerdings nicht wie. Halt den Mund jetzt hier. Ich wüsste allerdings echt nicht wie. Demnach werde ich schauen, dass ich irgendwie anders vielleicht an den Stash komme. Vielleicht über Nacht, wenn ich die Schlüssel habe. Das kann ich machen. Solltet ihr im Übrigen, und das ist jetzt ein bisschen was mich nervt und was mir auch ein ganz kleines bisschen peinlich ist, solltet ihr ein lässiges Klopfen die ganze Zeit in der Aufnahme hören? Nein, euer Mikrofon ist nicht kaputt. Mikrofon, nein, eure Kopfhörer sind nicht kaputt. Das sind meine lieben Nachbarn. Und zwar, weil die wahrscheinlich auch mal in das... Hast du mir gerade mein Weed geklaut? Ja, meine Nachbarn. Die wollten auch vielleicht mal ins Video. Wenn ihr zusieht... Schöne Grüße. Ihr habt es geschafft. Wenn ihr es nicht hört, habe ich nichts gesagt. Und einfach ignorieren, was der alte Mann hier sagt. So, jetzt haben wir hier die Jobquota gleich durch. Wenn ich noch so ein... Verdammt, das kann ich jetzt eigentlich schon craften. Ach, einen noch. Wie stelle ich mir das vor? Ich stelle mir das so vor, man geht da rein, liest ein paar Bücher, okay, und wenn man einen gewissen Wert hat, der einem fehlt an Intelligenz, um irgendwas zu machen, unabhängig davon, dass es eine Socke und eine Batterie ist, dann kann man das nicht. Okay, verstehe ich. Sagen wir mal so, es fehlen einem 50 Intelligenz oder wie auch immer, um was zu craften. Fine. Aber was ist, wenn man einen Intelligenz hat? Einen Intelligenz zu wenig? Also wie habe ich mir das vorzustellen? Ist es so ein bisschen wie... Ich weiß, dass die da reingehört, aber ich kann die nicht halten? Oder wie läuft das hier? Ich meine, ihr müsst doch... Aha, jetzt geht's. Jetzt hat er ein Buch gelesen, wie man eine Batterie in eine Socke schmeißt.
Dann hat er noch ein Buch gelesen. Socken halten vor Dummies. Und dann passt das. Ich denke mal, am heutigen Tag wird nicht mehr viel passieren. Demnach werde ich den Rest der Zeit noch so ein bisschen damit verbrauchen, meine Werte hier aufzupuschen. Ich meine, also ich bin mir jetzt gar nicht sicher, bitte korrigiert mich mal, aber ich meine, ich hatte noch nie komplette volle Werte. Ich glaube, beim letzten Mal war ich nah dran. Ja, ob ich was plane, Jeremy? Ja, das tue ich. Aber ich werde dir mit Sicherheit nicht verraten, was es ist. Na, jetzt kann ich hier noch ein bisschen. Was? Who's been snitching on me? To the warden. Nee, aber ich könnte jetzt endlich mal hier den Exotech verprügeln und den Marbay. Wo ist er denn? Showerblock. Marbay. Och, jetzt geht er gerade da rein. Na ja gut, okay. Im Showerblock kann ich euch jetzt gerade nicht verprügeln, Mr. Sun. Was? Hast du endlich mal was zu verkaufen? Das ist Gelump. Na, jetzt die prügeln sich schon wieder. Lou, was hast denn du zu. Ein Timber. Oh, das hat er gesehen. Oh. Hey, Feldjäger. Ist doch alles gut. Ist doch alles gut. Bleib doch geschmeidig. Ich habe nur ein bisschen Holz. Oh, ich könnte eine Feier. Nein. Ich brauche kein Dings. Ich könnte mir. Nein, auch nicht. So, jetzt müsste eigentlich gleich auch schon losgehen. Hallo. Alles gut. Feldjäger Crescent Die. Die? Ich glaube. Nein. Okay. Gut. Der letzte Roll Call für heute. Also für den heutigen Tag. Ich werde noch eine. Ja, ich werde 2 Tage machen. So, was hat der denn? Nichts, was ich brauche. Das Problem ist allerdings auch, bitte nicht ich, bitte nicht ich. GHLC und LULP. Easy peasy. Was habe ich eigentlich für eine Stimmung? 52 bei Die. Feldjäger hat die 54 und Creston 3. Na gut, die mögen wir nicht. Captain Mizar. Nein, ich möchte jetzt hier keine Sachen annehmen. Ich möchte mich nur ein bisschen. Nein, Juna. Du. Ich glaube, ich verprügel den morgen mal. Trainiere noch ein bisschen, dann verprügel ich den morgen. Kann ich einen neuen Job annehmen? Kann ich die Library oder die Kitchen haben? Das wäre echt super. Mr. Sun, was hältst du davon? Nicht? Ja, dachte ich mir, dass du das nicht gut findest. Du willst das ganze Fleisch für dich behalten. So, Tag vergeht, Tag kommt. Was kann ich bauen? Ich kann eigentlich, ich habe eine Menge nichts. Ich kann schon mal hier Dings bauen. Zack, Putti. Dann kann ich hier das hier schon mal machen, weil das brauche ich ja definitiv auch. So, was noch? Die Pfeil brauche ich. Warum habe ich eigentlich diesen ganzen Glump bei mir? Das brauche ich alles nicht. Das Magazin könnte ich eventuell für eine Wand gebrauchen. Jetzt gehe ich da rein, schmeiße ihm das mal ins. Hier rein, zack, zack, zack. Eine Watch brauche ich, ne? Ich muss mal bei Exotech und eine Watch. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Schwierige an diesem Knast. Oh nein! Nein, jetzt habe ich mich. Ach, muss ich verprügeln, damit du mir. Jetzt habe ich aus Versehen. Einen Daumen hoch bei dem. Verdammt. Oh, Darathon. Oh. Dann nehme ich mein ganzes Zeug. Das und das. Der Rest ist legal. Und trage es mit mir herum. Die haben echt einen Blickwinkel von einem toten Iltis. Wer hat den roten Schlüssel? Ich hoffe ja persönlich, dass es Nightruna hat. Weil dann kann ich dem den ganzen Tag auf die Nase hauen. Ja, frühstücken. Ich würde jetzt eigentlich nicht so gerne frühstücken. Aber. Naja, muss ich ja. Sonst sehen die mich, wie ich trainiere. Das ist auch ein bisschen nervig. Aber das macht das Gefängnis aus. Ich habe jetzt gar nicht geguckt. Ich glaube, es stand gar kein Schwierigkeitsgrad bei den Gefängnissen dran. Aber so wie ich mir das hier angucke. Ich würde sagen, es ist maximal moderate. Weil schwer kann ich mir nicht vorstellen. Es ist definitiv nicht schwerer als der Dschungel. Es ist allerdings auch nicht einfacher als der Dschungel. Ja, ich denke, das wird moderate sein. So, jetzt mache ich hier schnell noch meine Aufgaben. Und dann kann ich auch schon hier trainieren gehen.
um den Leuten auf die Nase zu hauen. Und mit den Leuten meine ich hier meinen lieben Freund, der mich übrigens zu einem Lux-Welpen gemacht hat. Wer das noch nicht gesehen hat, Shelter 2, der First Look vom Nightrunner. Süßes Spiel, hätte ich nicht gedacht. Und er hat ein Lux-Baby nach mir benannt. Er hat extra das Hässlichste genommen, um der ganzen Sache treu zu bleiben. Aber ich bin ein Lux-Baby. Kann ich mich damit brüsten? Ich meine, wer von euch ist ein Lux-Baby? Keiner von euch ist ein Lux-Baby. Stellt sich die Frage, will man ein Lux-Baby sein? Welche Vorteile hätte es, ein Lux-Baby zu sein? Man müsste sich keine Gedanken machen über Steuern. Oh, 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 Delania. Hallo, Delania. Shaving Cream. Ich weiß, haha. Man soll nicht sagen, meine Learning-Kurve wäre nicht vorhanden. Ich weiß mittlerweile, wofür das Shaving Spray ist. Und zwar ist es, haltet euch fest, für gar nichts. Nein, man kann damit die Videokameras zusprühen. Ist hier noch semi-interessant. Wird aber definitiv interessant in einem der anderen Gefängnisse. Ich habe schon mal so ein bisschen, ich habe mal so ein bisschen reingeschaut in die anderen Gefängnisse, aber nur die ersten 2 Minuten immer. Da gibt es ein Gefängnis, da hat man eine Kamera in der Zelle. Und das ist major nicht so toll. Demnach werden wir in einem anderen Gefängnis das definitiv brauchen. So, ich muss natürlich schauen, dass ich neben der Kraft auch ein bisschen auf meine Fatigue achte. Denn wenn wir uns prügeln nachher, müssen wir auch duschen vorher. Weil wer kennt das nicht? Wer will nicht frisch geduscht sich prügeln? Weil wenn man jemanden so unter den Armen hat im Wrestling-Griff, dann will man ihn doch gut riechen. Jetzt möchte ich nicht irgendwo unter der Achsel eines stinkenden Gefangenen hängen. Delania, was hast du? Und warum sind hier eigentlich noch keine... Oh, ich bin zu müde um den... Exotech, du hast Glück, mein Freund. Wer ist da? Du hast Glück, Exotech. Darf ich dich jetzt gerade nicht verbringen? Roter Schlüssel. Okay, das heißt, ich kann definitiv den roten Schlüssel nehmen, um ihn hier zu verprügeln. Um den Prisoner Stash zu holen. So, wir haben 73. Das ist eigentlich schon ziemlich gut. So, Officer. Ololololo. Aua, du haust mich zu Glump. Aua. 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 Wieso haut er mich zu Glump? Was trägt er denn? Gut, der trägt einen Batten, aber... Mob? Boah, da hat er mich ja echt... Boah, da hat er mich ja echt geprügelt. Das war beinahe in die Hose gegangen. Aber ich habe doch eine Super Sock Mace. Ich meine, okay. Er hat einen verdammten Schlagstock, aber... It's something... Jeremy, bleib hier. Jeremy, mein Freund, komm her. Ich habe was für dich. Jeremy, du Scheißer. Das gibt's doch nicht. Ich raste aus, wenn der jetzt weg ist. Jeremy. Du bist nicht Jeremy. Wo ist Jeremy? Jeremy. Oh, hat das noch? Ja, er hat's noch. Papier, hier. Fleisch. Noch mehr Fleisch. Wir sind Freunde, ja. Und deswegen gibst du mir jetzt... Naja, für 25. Immerhin etwas. Dankeschön. Jetzt kann ich mir nämlich... gar nichts bauen. Ich brauche nur eine zweite Cutter. Was ich auch noch gelernt habe, ist, dass man das Duct Tape verwenden kann. Kann man das mit Bleach? Nein, das ist ja geil. Was man mit dem Duct Tape noch machen kann, ist verwundete oder geschlagene Polizisten fesseln. Ich weiß nicht, ob es auch mit Inmates geht.
Ja, wollte gerade sagen, will jemand flüchten? Ob es mit Insassen geht. Aber man kann es machen. Ich habe es selber noch nie gemacht. Wäre aber cool zu wissen, ob es geht. Ja. Hier ist sowieso nichts, was ich haben will. Es wurmt mich jetzt so ein bisschen, dass ich den. Oh, noch ein Timber. Oh, noch ein Timber. Timber, Timber. Jetzt brauche ich noch einen. Hallo, Crescent. Hallo, ja. Jetzt brauche ich noch einen Wire. Und dann kann ich mir die krassen Chakos aus der Hölle bauen. Hallo. Ja, alles gut. Hey, Jeremy, hast du noch Stuff? 9 für ein Timber. Das ist ein Angebot. Das ist definitiv ein Angebot. Na, ich werde auf jeden Fall mal hier voll. Ich sitze hier. Geh weg, Maddox. Muss ich dich nicht verprügeln? Nein, Marbell muss ich verprügeln. Ja, I'm coming for your booty hier. Und wo ist er? Und der Exotech. Du wirst mich echt nicht mögen. Officer Cresson, Feldjäger, die. Hey, Leute. Ihr könnt übrigens, ihr drei könnt auch mal hier abonnieren, ne? Bei mir im YouTube-Channel. Also, klar, ihr Spieler seid sowieso. Aber ihr Polizisten. Dann gehört ihr auch mal Teil von der Escapist sein. Ha! Ist ja witzig, der Typ. Ja. Ja, ich brauche trotzdem noch eine Waffe. Jetzt habe ich mich so weit aus dem Fenster gelegen und habe gesagt, ich hau mir jetzt hier dem Nightrunner mal hier so richtig schön viereckige Ecken in die Ohren. Und dann ist der gar nicht da. Kann ich das, ja, der, naja, gut, er ist schon da, aber ich kann nichts machen. Dai, hallo. Ach, bei der Dai muss ich ein bisschen schleimen. Halt, er ja oder sie ja, die Dings macht, die Nachtwache. Obwohl sie nicht schwarz tragen. Aber man will ja immer gucken. Jeremy, du hast doch bestimmt schon. Ich finde, das ist ein super Angebot mit dem 10, mit dem 9 für das Holz. Aber ich brauche das leider momentan nicht. Das ist leider momentan nichts, was ich als allererst brauche. Ich könnte jetzt einen Wire gebrauchen. Das wäre super. Ein Wire oder. Ah, du schon wieder. Einen günstigen, einen sehr günstigen Guard-Outfit. Wobei ich könnte eigentlich. Ich habe die Bleach, ich habe die Ink. Ich könnte eigentlich selber was machen. Ich könnte eigentlich einmal die klauen. Oh. Da. Boah, gut, dass um 20 Uhr nicht Feierabend ist. So. Ah, ja, ein kleines Problem gehabt. So, ein Glump wieder weg. Ich könnte eigentlich irgendwo einen mal verprügeln. Um ihm die Klamotte zu klauen. Ja, Insassen verraten ja einen nicht, ne? Sonst hat man hier Probleme. Das kennen wir ja alle aus Prison Break. Dem oder halt aus anderen Filmen. Ist ja total egal. Demnach wäre es denen, glaube ich, ziemlich egal. Oh, warte mal, da liegt ja sogar einer jetzt. Leander, du musst leider nackt nach Hause. Das tut mir leid. Nein, eigentlich tut es mir nicht leid. Ich habe gelogen. Weil die kann ich mir jetzt nehmen. Und mir eine schöne, schöne. Ein Showerblock ist schon. Schade. Habe ich echt heute nicht mehr den Nightrunner verprügelt. Mann, Tag 7 und ich schaff's nicht mal, den guten Jungen zu verprügeln. Egal, das passt schon. Das passt schon. So. Wer verkauft denn hier? Maddox. Was hast denn du zu verkaufen? Nichts, was ich jetzt auf Anhieb brauche. Das Gute ist, es fällt jetzt gar nicht auf, dass der. Dass dem guten Jungen. Verkauft der noch was, Jeremy? Nein, die kann ich mir jetzt selber bauen. Und alles andere brauche ich leider nicht. Aber Jeremy, ohne Witz, du bist ja. Du bist mein Dealer, Mr. Sun. Also, anstelle von Mr. Sun. Also, wenn ich Mr. Sun wäre, würde ich mir ein paar Gedanken machen. Der gute Mann nimmt dir deinen Job weg. Da muss ich ein bisschen mehr anstrengen. So kriegst du nicht den Titel bester Dealer. So, jetzt alle nochmal hier einen schönen Daumen hoch, wie die Jury von Deutschland sucht den Superstar. Officer Dai, guck mal, wir sind doch schon so.
mit 56. Ich hab dir vertraut. Ach, Menno. Ja, jetzt muss ich den ganzen... Das kann wieder rein. Das ist ja noch illegal. Das ist noch illegal. Und der Putti ist noch illegal. Scheiße. Ja, warte mal. Ich baue mir jetzt... schnell nur eine Uniform. Zack. Genau, so habe ich nämlich ein bisschen weniger Stuff da drin. Legal, 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 illegal. Nein, ich habe viel zu viel Illegales. Denk nach, denk nach, denk nach. Reicht die Zeit? Ins Klo, ins Klo, ins Klo, ins Klo. Nein, ich habe keine Zeit, um ins Klo was zu schmeißen. Hier, 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 hier. Lou, du hältst mal bitte ein Timber für mich. Das Timber ist jetzt nicht so abgrundtief wichtig. Lou, halt das Timber für mich. Und es gibt's auf die Nase. So, Light Out, zack. Ich mache jetzt schnell das Schläfchen noch. Gucken, passiert irgendwas? Nein. Sehr gut. So, wir haben 2 Tage hinter uns gebracht. Wir wissen, was wir zu tun haben. Wir haben eine Menge noch zu tun. Wir haben es leider nicht so weit geschafft, wie ich gedacht habe. Ich dachte, ich könnte dem Nightmoon nochmal so... Aber da... Nächste Mal definitiv. Egal, ob es mein Tod ist oder nicht. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Und in dem Sinne, habe die Ehre. Na, wieso mache ich ihm keinen Schaden? Da nicht, der muss den Mund aufhaben dafür. Und weil es so schön war, abgelegt. Und nochmal... eine Jagdszene.